und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehungen und Liebe. Ja, wir haben heute wieder eine coole Mail. Es geht um das Thema, wofür sind eigentlich Beziehungen gut? Wird vielleicht ein bisschen länger. Und ja, was wollte ich noch sagen? Gibt ein Video auf meinem Privatkanal. Da habe ich, das sage ich auch nochmal, das wird ein cooles Interview kommen mit so Liebeship in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und allgemein wollte ich nochmal sagen, ich wollte es einfach nochmal sagen, das habe ich glaube ich auch lange nicht mehr gesagt. Was ist eigentlich mein Ziel? Mein Ziel ist, dass ihr die Beziehung findet oder die Lebensform, es kann ja auch Single sein, aber bei den meisten, dass ihr die Beziehung findet, die ihr oder die du haben willst. Es gibt nicht die eine richtige Beziehung, ne? Es geht darum, dass du ganz persönlich für dich herausfindest, was du haben möchtest. Möchtest du in einer traditionellen Beziehung leben? Möchtest du in einer ganz nahen, in einer nicht so nahen, in einer Beziehung, wo es bestimmte Art von Humor gibt, Beziehungsform? Also du sollst für dich und auf dem Weg, ja, sind wir alle, für dich herausfinden, was für eine Beziehung du sein möchtest und das versuchen zu erreichen, zu manifestieren hier, ne? Und ja, es gibt nicht die eine, es gibt nicht die Beziehung, die man haben soll, weil das ist ja gut so, jeder ist verschieden, jeder hat verschiedene Geschmäcker und Hauptsache, es gefällt dir in der Beziehung, ne? Das ist super wichtig. Und ja, und das auch, wenn du versuchst, so meine Tipps umzusetzen, das sind alles Sachen, die sind entstanden, also das merkt man glaube ich auch natürlich auch aus, also alles geprüft an meiner persönlichen Erfahrung. Und es ist natürlich lange gereift. Ich meine, ich bin 20 Jahre Paartherapeut, ich habe wirklich so viele Paare gesehen und so viele Einzelleute beraten und mit, ob jetzt Dating und was weiß ich. Also, es ist nicht so, dass das jetzt so Tipps wären, die irgendwie, weiß ich nicht, wie ich morgens mal durch die Illustrierte geblättert habe und habe gedacht, so, jetzt gebe ich mal den Tipp. Und aber trotzdem, guck wirklich, ob es für dich richtig ist, wenn ich mir bestimmt einen Tipp gebe und also sagst du, sehe ich nicht so. Ist sowieso so, dass eigentlich die meisten Leute, die mich anrufen, machen überhaupt nicht meine Tipps so. Aber klar, sonst würden sie vielleicht auch nicht anrufen. Und ja, guck wirklich, ob es das stimmig anfühlt für dich und wenn man eine Sache immer so gemacht hat, wie sie nicht funktioniert hat, macht es ja vielleicht mal Sinn, sie anders zu funktionieren und anders zu machen, dass sie funktioniert. Und wollte auch immer mal wieder gerne hinweisen auf den Ursprung von meinem Kanal. Ne? Also ist eigentlich nicht wirklich der Ursprung, aber wie die meisten ihn erlebt haben, Umprogrammierung des Liebeschips. Viele, vor allem diese strengen Tipps, die ich gebe, sind natürlich vor allen Dingen, wenn du in einer aktiven Liebessucht bist, ne? Wenn du aus einer hochtoxischen Beziehung kommst und in einer super Gefahr bist, in die nächste zu kommen, weil das Problem ist, dass wir, wenn der Liebeship halt noch so, soll ich mal sagen, Täter-Opfer 3D-mäßig, wie auch immer, aus der Kindheit, was du willst, programmiert ist, dann neigen wir eben dazu, Entscheidungen zu treffen aufgrund von innerem Kind und Ego. Das ist jetzt nicht schlecht. Ich meine, das bietet einen gewissen Thrill. Und also wie gesagt, auch wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will unbedingt diese Art von Beziehung führen, ja, go for it, ne? Aber wir treffen halt Entscheidungen auf Basis dieser Instanzen in uns und hören dann oft nicht auf unser eigenes Bauchgefühl, weil das komplett untergeht. Und erst wenn man innere Kind gearbeitet hat, wenn man verstanden hat, was will das Ego eigentlich, warum spielt das Ego so eine Rolle. Erst wenn man diese Sachen gemacht hat, dann hört man eigentlich auf sein eigenes Bauchgefühl und dann ist man erst in der Lage, Entscheidungen zu treffen und dann kann man auch erst so hundertprozentig sagen, was sind für mich eigentlich die richtigen Regeln, wie möchte ich leben. Das ist so ein bisschen so, wenn du, was nicht, aus der Entziehungskur kommst, dann ist es halt. Ja, das ist halt krass, ne? Dann, oh, meide jede Bar, was weiß ich. Und irgendwann kannst du vielleicht merken, okay, das kann ich so handhaben, das kann ich so handhaben. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass du in die Lage kommst, dass dein eigenes Bauchgefühl so
klar erkennbar ist für dich, da sind auch meine Module da, ne? Und dass die anderen Instanzen, innere Kind irgendwie weiß, es wird auch gesehen, es ist an der Hand sozusagen, Ego wird ein bisschen auf den Beifahrersitz gesetzt oder bekommt die Rolle, die es eigentlich haben soll, wird auch gewertschätzt. Und dass du dann in die Lage kommst, ja, zu gucken, was will ich eigentlich? Und das kann unter Umständen was ganz anderes sein, als du am Anfang des Prozesses gedacht hast. Ja, es kann sein, dass du denkst, ich will so eine Rosamunde-Pilcher-Beziehung führen und dann merkst du auf einmal, wow, ich habe ja auch ein bisschen Entbindungsangst, ich möchte es vielleicht lieber so oder ja, und dann geht der Prozess immer weiter, ne? Aber es gibt nicht die Norm, die gibt's nicht, ne? So. Und wie gesagt, wenn jemand sagen würde, hey, ich bin total happy in diesen crazy Achterbahn, Beziehungen, was aber die meisten nicht sind, wunderbar, ne? Trotzdem, das sage ich ja auch, also guck wirklich auch mal in den Kurs rein, Spiritualität und Nice, geiles Leben, und auch den Pro-Kurs da, da wird es diese etwas komplizierteren Sachen, weil wenn man so will, ist jede Beziehung die richtige, weil also das ist auch das Thema des Videos, wir wissen, wofür sind Beziehungen da? Jede Beziehung ist, wenn du so willst, wie eine Therapie oder so, ne? Weil jede Beziehung, die hast du ja angezogen mit deinen Themen und zeigt dir auf, also sollte dir natürlich was Schönes geben und zeigt dir aber auch auf, wo du Themen hast, weil dafür, das hat schon Jürg Willi gesagt, eins der Urgesteine der Paartherapie, der hat schon gesagt, ja, Beziehungen, ich würde jetzt sagen, nicht nur Beziehungen, Single sein auch, aber das Zitat ist halt, Beziehungen sind die schönste Art, sich weiterzuentwickeln im Erwachsenenleben. Aber ich würde sagen, ja, Single-Zeit kann es genauso sein, du kannst halt andere Sachen entwickeln. Aber es ist eine Weiterentwicklung, ne? Es ist eine Koevolution. Ein tolles Buch von ihm heißt, das gibt es glaube ich gar nicht mehr, ist Koevolution des Paares, also dass du dich gemeinsam, also du dich entwickelst, dein Partner dich entwickelt und man geht einen Weg zusammen weiter, vielleicht auch einen ganz langen Weg oder nicht so langen. Und in jeder Beziehung gibt es irgendwas zu lernen. Und gerade in toxischen Beziehungen haben häufig einen hohen, hohen Lernanteil. Man kann ganz viel mitnehmen, deswegen sind sie auch nicht sinnlos, ne? Überhaupt nichts ist sinnlos hier, ne? Auf diesem Planeten. Und ja, also in diesem Sinne, ja, ist immer da, wo du gerade drin bist, ist auf eine Art gerade richtig. Nur das heißt nicht, dass man darin bleiben soll unbedingt, wenn das Thema zum Beispiel ist Abgrenzung, Trennungskompetenz vielleicht lernen, Bedürftigkeit abbauen. Ja, also das heißt es überhaupt nicht, aber ja, auf so eine schräge Art bist du immer am richtigen Platz. Irgendwie, du musst dann überlegen, wo will ich denn jetzt hin? So, ne? Das ist halt die Frage. Und ja, und natürlich sollen auch sind Beziehungen auch dafür da, dass bestimmte Bedürfnisse befriedigt werden. Ich meine, sonst bräuchte man keine führen. Deswegen sage ich auch immer 70% Selbstliebe, weil also 100%, also wenn ich jetzt sage 100%, das mag auch schön sein, 100% Selbstliebe, aber ja, natürlich gibt es bestimmte Sachen, die mit dem Partner einfach in aller Regel mehr Spaß machen soll. Es mag jetzt Leute geben, die so einen Seelenplan haben, dass sie lieber Single sind, ist auch okay. Ist überhaupt alles okay, aber ja, natürlich ist es für die allermeisten Menschen, zum Beispiel Sexualität, schöner mit einem anderen Menschen, ne? Als nur mit sich oder so, ne? Also das ist, ja, ne? Und natürlich, deswegen ist auch Liebe und Beziehung ist nicht deckungsgleich, ne? Es hat so einen Überschnitt, aber also Beziehung hat halt eben auch das Thema, sich weiterzuentwickeln, zu erforschen, wo möchte ich hin und ja, also und dann auch zu sagen, okay, da ist ja nicht Liebe, also da ist Liebe, da ist nicht Liebe sozusagen und dann kann man halt weitergucken. So, ne? Und ja, Gott, jetzt rede ich schon so lange, ich glaube, ich muss da Teil 1 und Teil 2 ausmachen. Aber gut, bleiben wir mal kurz dabei. Also, das scheint für mich aus meiner Sicht das super wichtig, zu sehen, dass es ja nicht in jeder Beziehung, so in vielen Beziehungen gibt es ganz wenig Liebe so, ne? Und dann kann man da wieder raus
was raus lernen. Also natürlich, wenn jetzt, das werden wir in dieser Mail dann auch mal sehen, wenn jetzt ein Partner natürlich ankommt und sagt, hey, ich mache hier irgendeinen Kram und du musst mich jetzt gefälligst unbedingt lieben, das alles akzeptieren, was ich mache. Nee, so ist es nicht gemeint. Du kannst jemand lieben, meinetwegen auch ohne Bedingungen und trotzdem sagen, ja, ich möchte mit dir aber nicht zusammen sein, weil das ist nicht das, was ich möchte. Natürlich sollt und dürft ihr was wollen in einer Beziehung. Ja, sonst braucht man keine führen, ne? Das sehe ich ganz genauso. Und also deswegen ist das so wichtig zu verstehen, dass Liebe und Beziehung sind nicht in jedem, das sind zwei Konzepte, die nicht, also manchmal sind die vielleicht deckungsgleich, aber oft auch eben nicht so, ne? Weil es auch, also wie gesagt, ich habe ja schon in meinem Video, wie heißt das nochmal? Liebe versus Beziehung, glaube ich. Du kannst alles lieben, ne? Du kannst deine Katze, deinen Baum, dein Auto, deinen Partner, ich will es auch jetzt nicht vergleichen, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine, du kannst alles lieben und trotzdem sagen, auch meinetwegen sagen, ja, mit einem Ex fühle ich mich auch noch irgendwo auf einer seelischen Ebene liebevoll verbunden und trotzdem, ja, möchte ich nichts mehr mit dem zu tun haben, das ist total in Ordnung so, ne? Oder, ja, ich bin dankbar für die Lernerfahrung, aber braucht er jetzt wirklich, also in diesem Leben reicht das, das war jetzt wirklich genug, brauche ich nicht. Das ist total in Ordnung. Ne? Und genauso kann man nicht auch sagen, nee, ich möchte nicht abgespeist werden in einer Beziehung, wo jemand sagt, ja, du kannst du mich gefälligst lieben, unbedingt, wenn ich auf die Nerven gehe mit irgendwelchen Ansprüchen. Da könnt ihr sagen, ja, aber ich habe diese Ansprüche und ja, sind wir vielleicht in der falschen Beziehung so, ne? Okay, das jetzt mal vorab so und ich denke, im zweiten Teil, das wird zu lang, glaube ich, dieses Videos, lese ich dann mal die Mail, die dazu gut passt, denke ich, vor.